Oh Gott. Okay, das ist unser gemeinsamer Scheiß. Der kommt am 27. April. Echt? Das ist in zwei Wochen. Und, Alter. Okay, es geht um Anna und Aiden. Wow. Mr. O'Connor. Babygeile. Okay, da könnt ihr euch jetzt nicht so viel drunter vorstellen. Es geht um einen super sexy Lehrer und eine Highschool-Schülerin. Und die Betty fängt jetzt an zu lesen. Der Auftritt des Mr. O'Connor. Kapitel Anna. 3. Kapitel 3. Heilige Fickfresse. Es reicht ja nicht, dass der Kerl aussah wie ein Katalog für America's Next Superlehrer entsprungen. Nein, er musste auch noch eine Stimme haben, die geradewegs in meinen Bauch schoss. Habe ich eigentlich Haare an den Beinen? Seht ihr das von da unten? Nicht? Okay. Okay, egal. Also er ist jetzt gerade in die Klasse gekommen und verkündet... Hört auf zu lachen, ich kann mich da nicht konzentrieren. Ja, tut mir leid, okay. Ich habe ein paar Regeln. Sprach er mit diesem verdammten Höschennester von Mund weiter. Sein Blick fuhr nebenbei über mich, doch blieb nicht an mir haften, was mich echt anpisste. Jeder Kerl schaute zweimal, ob offensichtlich oder verborgen, aber sie schauten alle. Er nicht, naja, er war ja auch kein Kerl, sondern ein echter Mann. Regel Nummer 1, verkündete er mit harter Stimme, nervt mich nicht. Einigen Schülern klappte der Mund auf. Ich musste mir ein Kichern verkneifen. Alter Falter, so direkt hatte sich bis jetzt kein Lehrer an unserer Etepetete-Schule ausgedrückt. Es gefiel mir, er gefiel mir. Tobias Hand, einem der Oberstreber, schoss natürlich sofort nach oben und ich verdrehte die Augen. Sie wurde eiskalt ignoriert, während der neue Lehrer weitersprach. Wenn ihr mich nervt, müsst ihr mit den Konsequenzen leben. Und die werden euch nicht gefallen. Ihr braucht dann auch nicht zu Mami und Daddy zu rennen. Es interessiert mich einfach nicht. Oh. Noch mehr Münder klappten auf, doch ich strahlte. Regel Nummer 2. Behaltet eure Ohrvibratoren in den Taschen. Sollte ich sie einmal sehen, sind sie weg. Für den Rest des Jahres. Ein entrüstetes Raunen ging durch die Menge. Ihn schien das zu amüsieren, wie ich an seinen zuckenden Mundwinkeln bemerkte. Scroll mal. Jetzt scroll! Nach oben! Die O'Hara hat's kaputt gemacht. Sorry, ich hab zu viel getrunken. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Ich wollte auch gerade fragen. Keine Disziplin. Jetzt schossen mehrere Hände hinauf, weil wild erpicht darauf, schon bei diesem Punkt zu diskutieren. Ich hätte gerne Popcorn und Cola gehabt, um diesem Schauspiel weiter beizuwohnen, und lehnte mich breitgrinsend mit verschränkten Armen in meinem Stuhl zurück. Lauter. Mach es vor! Er interessierte sich einen feuchten Scheiß für die erhobenen Finger. Regel Nummer 3. Wenn ihr zu spät kommt, müsst ihr die fünffache Zeit nachsitzen. Noch mehr Hände schossen empört in die Höhe. Er grinste gelangweilt. Tobias, der Obernerd, hatte bereits einen hochroten Kopf und reckte seine Hand immer weiter nach oben. Den Lehrer interessierte auch das nicht. Nummer 4. Gepinkelt, gekackt und gefickt wird nach den Pausen. In den Pausen. Solltet ihr das dann nicht erledigen, ist das euer Pech. Oh mein Gott, ein Lehrer, der Ficken sagt. Ich lachte fast auf, als ich das erneute Keuchen hörte und konnte mir gerade noch auf die Lippe beißen, während noch mehr Hände hochschossen. Die Anwaltsnerds waren mittlerweile fast blau angelaufen. Und Regel Nummer 5. Seine sinnlichen, vollen Lippen schmiegten sich nur so um die Worte, als er seinen Blick wieder in die Runde schweifen ließ und jeden Einzelnen ansah. Mit weiterhin verschränkten Armen grinste ich ihn amüsiert an. Ich war die einzige der gesamten Klasse, die sich nicht meldete. Eure Patschefinger interessieren mich nicht. Stellt euch darauf ein, zu jeder Minute aufgerufen zu werden. Solltet ihr die Antworten auf meine Fragen nicht wissen, wird es zu weiteren 5 Minuten Nachsitzen führen. Allen klappte der Mund auf und ich konnte mir ein Kichern nicht mehr verkneifen, schlug dann aber die Hände über den Mund und lief rot an. Meine Fresse, seit wann kicherte ich wie eine der Cheerleader-Nutten? Habt ihr irgendwas daran nicht verstanden? Sein stechender, fast schon erbarmungsloser Blick glitt über die immer noch gehobenen Finger, die zaghaft wieder nach unten glitten. Scheiße, es würde nur so Beschwerden hageln. Ihm war das offensichtlich egal. Er drehte sich zur Tafel und verkündete, eure erste Stunde ist laut Stunden
Stundenplan Mathe. Kein sanftes Heranführen am ersten Schultag. Keine Erzählungen darüber, was man in den Ferien so gemacht hatte. Nein, er kam gleich zur Sache. Die Gesichter meiner Mitschüler wurden noch länger, während es kramte und kruschte, als wir Mathezeug so schnell wie möglich auspackten. Ein paar Worte und sie waren gedrillt, eingeschüchtert, bibbernd, wie kleine Lämmer. Alle bis auf mich, denn ich war ein Wolf. Mister, rief ich 3 Minuten, nachdem er seine ach so tollen Regeln verkündet hatte, und er erstarrte, während er irgendwas auf die Tafel kritzelte, was mich sowieso nicht interessierte. Dann schrieb er einfach weiter. Mister, rief ich nochmal, und alle schauten mich an, als hätte ich jetzt komplett den Verstand verloren. Jamie schüttelte den Kopf, als würde ich einen riesigen Fehler begehen, der mein Leben kosten könnte, aber ich rief nochmal. Mister, und er drehte sich seufzend um. Keine Genervtheit lag auf seinen Zügen, leider. Gelangweilt sah er mich an. Ich bin nicht schwerhörig, Missy. Ich richtete mich auf, wusste, dass er auf diese Weise Ausblick in mein Dekolleté erhielt, doch seine Augen blieben bei meinen. Arrogant, gelangweilt, kalt. Mist. Sie haben uns noch nicht Ihren Namen gesagt. Ach, wirklich? Fragte er nur und starrte mich an. Mir lief es kalt die Wirbelsäule runter. Ich schluckte trocken, doch er würde mich nicht klein bekommen. Oh nein. Ich hielt seinen Blick stand und hauchte... Sollen wir uns dann einen Namen für sie ausdenken? Sein Mundwinkel zuckte, weiter geschah nichts, bevor er die Augen verdrehte, sich umdrehte und an die Tafel mit perfekt geschwungener Streberschrift schrieb, Mr. O'Connor. Und mein Höschen wurde gleich noch feuchter. Doch er sah mich danach nicht mehr an. Alter, das hat sie geschrieben, okay? Doch er sah mich danach nicht mehr an. Nein, er interessierte sich selbst nach meiner kleinen Provokation kein bisschen für mich, sondern zog knallhart seinen Stoff durch. Und das pisste mich an. Mehr als mir lieb war. Ich wollte, dass er mich nochmal mit diesen dunklen Tiefen ansah. Ich wollte nochmal die Hitze spüren, die Aufregung, allein wenn er mich anschaute. Ich wollte, ja was wollte ich denn eigentlich von ihm? Das Übliche eben. Ich beugte mich vor, knabberte an meinem Stift, versuchte seine Aufmerksamkeit so auf meine satt rot bemalten Lippen zu ziehen. Nichts! Ich stützte mich auf, presste meine... Das gab es doch nicht! Ja, okay. Keiner konnte mir widerstehen, wenn ich es darauf anlegte. Kein fucking er. Das frustrierte mich. Ja, ich musste es zugeben. Es pisste mich regelrecht an. Schließlich holte ich meinen dunkelroten Apfel heraus und biss lautstark ab, sodass er fast im ganzen Raum widerhallte. Die Mitschüler um mich herum zuckten zusammen, aber er? Nichts? Boah! Fast hätte ich ihm den verdammten Apfel an den Kopf geschmissen. Er währenddessen setzte sich an seinen Pult, lehnte sich im Stuhl zurück und verschränkte die langen Beine auf dem Schreibtisch. Seine Schuhe waren makellos sauber. Nee. Scheiße, wo war ich jetzt dran? Ah ja, makellos sauber, verhöhnten mich. Dann gehen wir mal zu eurer Hausaufgabe in den Ferien über, läutete er die nächste Unterrichtsstunde ein. Alle kramten nach ihrem Shakespeare, Romeo und Julia, und ich folgte augenverdreht. Wer will mir sagen, worum es hauptsächlich in dem Buch ging? Du da mit dem fetten Pickel auf der Nase. Er deutete auf Chang, einen unserer Nerds, der nur 2 Minuten lang vor sich her stammelte. Alle waren in Hab-8-Stellung, weil sie ja jeden Moment aufgerufen werden könnten. Und keiner von ihnen wollte auch nur eine Sekunde länger hier verbringen als nötig. Was hältst du vom weiblichen Hauptcharakter? Wie würdest du ihn beschreiben? Duda, der fast alles aus der Bluse fällt. Cindy, eine unserer Obernuten, lief knallrot an und stammelte. Sie ist, hübsch. Aha, sein Blick war an Herablassung nicht zu überbieten und er widmete sich dem Nächsten. Ich kann nicht. Das ist so lustig. Du da mit dem offenen Hosenstall. Was sagst du? Das war Mark, ein Grufti, wie er im Buche stand. Nur, dass er durch die Schuluniform und den strengen Regeln der Schule seine dunkle Seite nur mäßig ausleben konnte. Ich denke, ihre Seele lebt in Dunkelheit. Okay. Mr. Oh fucking sexy heißer Arsch Connor zuckte nicht mal mit der Wimper, dann glitt sein Blick zu mir. Du da, die ganze Zeit versucht, mich anzumachen. Sorry. Okay, du da, die ganze Zeit versucht, mich anzumachen. Was denkst du? Und er pinnte mich damit fest. Mir verschlug es den Atem. Er hatte es gemerkt. Und nicht reagiert. Boah, der Pisser. Nicht nur das, jetzt versuchte er auch noch, mich vor der Klasse zu demütigen. Aber nicht mit mir, ganz sicher nicht. Mir war es nämlich scheißegal, was diese Idioten von mir hielten.
Ich denke, hauchte ich. Julia fühlt sich eingesperrt in einem Leben voll Reichtum, Regeln und Erwartungen. Sein Blick fraß sich förmlich durch meine Haut, meine Knochen, meine Muskeln. Weiter, forderte er. Und sie versucht allen zu gefallen, es allen recht zu machen, versucht jemand zu sein, der sie nicht ist und verliert sich dabei selber immer mehr. Wow, wo war das denn hergekommen? Sonst laberte ich nur Scheiße. Aber ich wollte ihm imponieren, wollte ihm unbedingt zeigen, dass ich anders war als die anderen. Ein leises Zupfen an seinem Mundwinkel und das Herz raste in meiner Brust. Gut erkannt, Miss Thompson. Oh mein Gott. Mein Herzschlag setzte einige Sekunden aus. Alle anderen in der Klasse verschwanden. Da gab es nur ihn und mich und die Art, wie sich seine Zunge um die Silben schmiegte. Als würde er sie streicheln, verwöhnen, liebkosen. Als würde sie hauchzart über meine Klitoris gleiten. Ich fühlte, wie meine Wangen brannten. Konnte nicht anders und wendete den Blick ab. Heilige Scheiße, der Typ ging mir unter die Haut. Noch nie hatte ich eine Gänsehaut bekommen, allein wenn ein Mann meinen Namen gesagt hatte. Irgendwas in meinem Gehirn musste kaputt gegangen sein, als ich diesen Geruch inhaliert hatte, denn irgendwie konnte ich nicht mehr gerade ausdenken. Oh mein Gott, er war Gift, das musste es sein. Ich glaubte, wir hatten in Biologie gelernt, wie bestimmte Gifte und Gase es schafften, das Gehirn Stück für Stück außer Gefecht zu setzen. Wir hatten auch gelernt, auf welche Art und Weise K.O.-Tropfen wirkten. Er war mein K.O.-Tropfen, ganz klar. Hilfe, was war hier nur los? Warum dachte ich sowas? Meine Augen hefteten sich auf den knackigen Arsch, der sich ganz leicht in der schwarzen Jeans abzeichnete. Ich konnte mir nur zu gut vorstellen, wie die Muskeln darunter sich anfühlten, wenn er sich während ganz bestimmter Bewegungen nach vorne schob. Scheiße, war es heiß hier drin? Es war verdammt heiß hier drin. Jetzt wusste ich, wie die ganzen verdummten Cheerleader sich fühlen mussten, wenn einer der Neandertaler ihnen zulächelte. In dieser Geschichte war Mr. Fucking Sexy O'Connor der Anführer des Footballteams und ich war der schmachtende Cheerleader. Es war ja nichts Neues, dass mich Männer, die nicht in meinem Alter waren, mehr anzogen als jene, die die gleiche Schule besuchten wie ich. Ich mochte keine Schwachmarken, keine vollkommenen Trottel, deren Hormone verrückt spielten. Ich mochte reife Kerle Mitte 20, die die Uni besuchten oder schon damit fertig waren. Jene, mit denen ich auch ab und zu mal über was Sinnvolles reden konnte. Okay, mein Interesse an Politik und dergleichen hielt sich in Grenzen, doch ich mochte richtige Männer, die ich schon was erlebt hatten. Ich mochte die O'Connors dieser Welt. Die Männer, die einen ernsten Zug um den Mund hatten und was Geheimnisvolles ausdrückten. Nicht die Jasons, was hatte ich nur getan? Denen jedes Geheimnis in ihrem dümmlichen Grinsen abzulesen war. Lesen wir noch weiter oder haben wir noch Zeit? 11 Uhr. Warte! Was? Ich bin noch da, wo er gesagt hat, dass ihr nachsitzen müsst. Hier. Jetzt! Scroll nicht weg! Warte! Jetzt. Hier! Na warte, okay, warte, jetzt hat sie alles zerstört. Ah, hier, das kommt noch mein Wort. Okay, bla bla, die Stunde, bla bla bla. Ah, Mr. O'Connor, der bisher schweigend am Pult gesessen und irgendwas vor sich hingeschrieben hatte, worauf wartet er bitte? Wir hatten jetzt Biologie und als Klassenlehrer unterrichtete er nur in Hauptfächern, sprach ohne mich anzusehen, gerade als ich meine Schultasche gepackt hatte und davon gehen wollte. Mrs. Thompson auf ein Wort. Miss Thompson auf ein Wort. Ich erstarrte auf der Stelle. Dann fuhren seine beinahe schwarzen Augen zu Jamie, unter vier Augen. Schneller als ich blinzeln konnte, hatte Jamie auf dem Absatz kehrt gemacht und war verschwunden. Verräter. Erst jetzt verstand ich, was Mr. O'Connor gesagt hatte. Auf ein Wort. Ich ließ mich wie in Zeitlupe wieder auf meinen Stuhl sinken, weil meine Knie so weich wurden. Okay, warte. Meine rechte Augenbraue schoss in die Höhe, wie immer, wenn ich etwas nicht verstand. Was hatte ich getan? Fest biss ich mir auf die Zunge, damit ich ihm nicht die törichte Frage stellen konnte. War ich ein böses Mädchen, Mr. O'Connor? Himmel, ja. Du kannst mir gerne den Arsch versohlen, Mr. Streng, aber sexy. Okay, es war das Ende.